Findest du es auch seltsam, dass es hier so still ist? Ich finde, hier ist alles seltsam. Das könnte etwas dauern. Die Ruhe vor dem Sturm. Es führt nur ein Weg in die Stadt. Über eine Brücke. Durchs einzige Tor. Dahinter wartet, was auch immer von den Valutern übrig ist. Bist du darauf gefasst? Ich wage zu behaupten, ja. Lass mich von früher erzählen, Clive. Nur zu. Die Gerüchte, die von Stinkebein stammen, sind vielleicht nicht alle komplett aus der Luft gegriffen. Es gab eine Zeit, in der es mir nicht so wichtig war, an wen ich Stahl verkauft habe, solange der Preis gestimmt hat. Manche Frauen gieren nach Blut, andere treibt die Lust. Aber ich
Ich war schon immer auf Gil aus. Um sie zu bekommen, habe ich alle beliefert. Hab meine Kunden hintergangen. Hab mich zur meistgehassten Frau von Valisthea gemacht. Aber eines Tages traf ich einen Mann, der mir ein anderes Angebot machte. Er versprach mir, Zugang zu einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zu verschaffen, die ständig Bedarf an Waffen und Ausrüstung hätten. Unter der Bedingung, dass ich nur an sie verkaufe. Das war dein erstes Treffen mit Cid? Ja. Und ich bin ihm auf den Leim gegangen. Er stand zu seinem Wort und so hielt ich auch das meine. Bald machte ich die besten Gewinne, seit ich mit dem Handel begonnen hatte. Und das alles, ohne einem Geächteten zu helfen. Außer Cid selbst natürlich. Er erzählte von seinem Plan, die Mutterkristalle zu zerstören. Er sagte, ohne sie würde es dem Reich an allem Möglichen mangeln. Eine Gelegenheit für Leute wie mich, Geld zu scheffeln. Wenn du mich fragst, könnte eine Unternehmerin mit etwas Schneid die reichste Frau der zwei Welten werden. Und damit hatte er mich. Ich räumte gleich meinen Laden aus und bezog das Versteck. Der Rest ist, wie man sagt, verdammt nochmal Geschichte. 12 Jahre später bin ich längst nicht die Reichste. Obwohl ich es versucht habe. Aber dafür bin ich nie glücklicher gewesen. Ihr alle habt mir gezeigt, dass manche Dinge wertvoller sind als Gil. Das sind sie. Also vermassle bloß nicht alles. Sonst musst du mir Rede und Antwort stehen. Sieh mal an, du lebst ja noch. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Fertig? Aha. Der Eintopf wird in der Küche mal dünner. Was verschafft mir die Ehre? Ich dachte immer, ich hätte den Bogen raus, was liegt. Was willst du? Sollte eine Weile halten. Schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und? Ist was kaputt? Willst du was schmieden? War's das? Gut. Hat einen Gefallen bei einem ihrer Lieferanten eingefordert. Wir sollten noch vor dem nächsten Mond eine neue Ladung Sackleinen bekommen. Cid, bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst.
Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß, ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Schon Mollys Honigküchle. Haben wir verloren? Das kann nicht sein. Können wir heute im Unterricht bitte Ediths Geschichte? Alles gut bei dir? Willst du mal gucken? Immer was zu tun, hm? Yeah.
definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Können wir heute im Unterricht bitte Ediths Geschichte lesen? Verloren? Hast du schon Mollys Honigküchlein? Sid, mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut, dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Hat einen Gefallen. Der Eintopf wird in letzter Zeit auch immer dünner. Was erwartest du? Nur
Bauern geben ihre Felder auf und die Händler ihre Routen. Fast alles, was wir jetzt haben. Hast du schon Mollys Honigküchlein probiert? Im Unterricht bitte Ediths Geschichte lesen? Wie war sie? Die Enterprise, meine ich. Ah, Sid! Genau der Mann, auf den ich gewartet habe. Hast du kurz Zeit? Lass mich raten. Mehr Bomberasche? Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen Erfindung von MIT. Und zwar an einem Schmelzofen. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalamplifikation und einem System für wechselseitigen Austausch der Regeneratoren, die... Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Viel, viel heißer als Schledorns Esse. Da würde ich drauf wetten. Nur Mithril-Antriebe werden heißer. Aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Und wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt. Hilfst du mir bitte auch aus? Wenn er auch dem Versteck zugute kommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Also, was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Gefallenenmaterial. Noch etwas, das dieser Ofen mit dem Mithril-Antrieb gemein hat. Ganz recht. Er ähnelt dem Wärmeverschubhelm. Gefallenen Material kann unvergleichbaren Temperaturen standhalten. Noch dazu kann das Material die Wärme sogar lenken. Es leitet die Hitze von innen nach außen, aber die Sphären lenken sie nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir den Schmelzofen mit ihnen verkleiden, reflektieren sie die Hitze wieder ins Innere zurück. Genial, oder? Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem... Sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Also soll ich ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen? Im Prinzip wäre es das, ja. Uns fehlen nur noch 3 Stück und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Eine ist in der Nähe von Ember, in einer Ruine mit dem Namen Finnbrück. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft in Sanbrek. Gut, na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken. Thank you.
Jetzt muss ich mich um sie hier kümmern. Muss ich nur noch die Sphäre finden. Das ist sie. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei.
Let's go.
Eine noch. Tritt näher, nur keine Scheu. Du hast ein gutes Auge. Ich mag Kunden, die auf Anhieb wissen, was sie wollen. Heute schon was verkauft? Das könnte etwas dauern.
drei Sphären. Da wird Owain richtig ausflippen. Samt mit Wunden Schnell hatte ich nicht wieder mit dir gerechnet. Und? Hast du mir was mitgebracht? Ja, natürlich. Hier. Ach, ich dreh durch! Ich danke dir tausendmal! Die setze ich gleich in den Schmelzofen ein! Und nun präsentiere ich dir den Tellermann-Ofen. Nicht schlecht, oder? Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber dafür sollst du natürlich nicht mit leeren Händen ausgehen. Ist schon gut, wirklich. Meine Tasche ist flexibel genug. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest, das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Und ich weiß auch schon wie. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich perfektionieren. Diese Metallmischung ist schön stabil, aber auch, Trommelwirbel, elastisch! Unglaublich, oder? Elastisches Metall? Gut, wenn du das sagst. Glaub mir einfach, das wird toll, versprochen! Und? Was sagst du? Das ist wirklich unglaublich. Danke, Owain. Nicht doch. Ich danke dir. Außerdem konnte ich so gleich die Legierung testen. Die können wir von nun an überall im Versteck benutzen. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Und vielleicht sogar da draußen. Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang, das sage ich dir. Die Menschen werden ihren Augen nicht trauen können.